Hallo und herzlich willkommen hier zum American Truck. Yo, wir starten mal wieder unseren LKW. Letztes Mal haben wir uns ja hier auf ja, diese kleine Raststätte, sage ich mal, begeben. Oder ist das ein Motel oder so? Ich weiß nicht genau. In den USA ist es ja auch nochmal einen Tacken anders. Das ist ja, man kann schon fast sagen, kleiner Autohof. Also wir haben hier eine Stelle. Es ist auch einfach vom Design her, finde ich, deutlich schöner, als wenn man das jetzt mit den normalen Raststätten vergleicht, die man so von ETS gewöhnt ist. Boah, macht das doch einen ganz schicken Eindruck. So, und wenn ich richtig informiert bin, müsste diese Folge am 3.2.2016 kommen. Das bedeutet, dass ja, ihr ab heute auch dieses Spiel haben könnt und spielen könnt. Und wow. Was mich mal interessieren würde, der eine oder andere, der sich das Spiel jetzt gekauft hat, es würde mich einfach mal interessieren, wenn ihr in die Kommentare schreiben würdet, hey, ich habe das Spiel gekauft, ich finde es gut oder so, was ihr jetzt vielleicht mit eurer, wie ihr das Ganze jetzt vielleicht so sieht, aus eurer eigenen Sicht hin. Also ich muss sagen, mir macht er echt Spaß und es sieht echt, ja, es ist echt eine interessante Entwicklung, sage ich mal. Einzige, was halt abzuwarten ist, wie das mit der Frequenz, sage ich mal, ist von den DLC-Releases, damit man das Ganze halt in der Frequenz hat, dass man wirklich auch immer noch eine stetig wachsende Karte hat, ist das Ganze halt ein bisschen schwieriger. Und dementsprechend müsste man halt dann sich da ein bisschen anpassen. Beziehungsweise, ich habe ja schon in der letzten Folge, glaube ich, gesagt, dass ich mir vorstellen kann, je nachdem, wie häufig DLCs rauskommen, wenn es sehr häufig ist, dann ist das, glaube ich, auch ein Spiel, was man, ich sag mal, über einen längeren Zeitraum spielen kann. Ansonsten könnte es aber auch so sein, dass ich mir vorstellen kann, also wenn alle halbe Jahre oder so dann irgendwann DLCs kommen, dass ich sage, okay, ich spiele jetzt 3 oder 3, 4 Monate dieses DLC und dann mache ich jetzt mal 2 Monate Pause, bis wieder ein neues DLC kommt und dann geht es wieder richtig los und so weiter. Ja. Das ist so das, was ich mir vorstellen könnte. Ich weiß nicht, wie ihr das Ganze seht. Ihr könnt mir mal Kommentare dazu abgeben. Man sieht es schon. Ich glaube, jetzt ist es sogar gerade hier Black Wolf. Keine Ahnung. Ich habe früher immer alle möglichen Leute auf Steam angenommen. Vor ewigen Zeiten, mehr oder weniger, vor Jahren. Und hier schwört auf jeden Fall schon jemand den American Truck Simulator. Wir spielen am 2.2. abends gerade. Und dementsprechend. Ja, habt ihr halt auch schon das Vergnügen. Ich überlege gerade, ich möchte ja unbedingt die Tage mal mit Lenkrad spielen. Ich muss zwar sagen, dass mir das hier mit Gamepad richtig viel Spaß macht und das einfach rollt, aber ich weiß, ihr seid auch so ein bisschen darauf gespannt, was ich sage, wie es sich mit Lenkrad fährt. Das habe ich immer wieder gelesen, spiel bitte mit Lenkrad und so weiter. Da habe ich auch Verständnis für, weil ein Lenkrad ist doch was eher wenig Leute haben, also der ein oder andere sicher, aber im Endeffekt spielt der Großteil wahrscheinlich auf Tastatur bzw. mit Gamepad. Und dementsprechend boah, ist das halt immer interessant, die Eingabemöglichkeit zu sehen, die man selber nicht hat. Ich finde zwar, dass Gamepad so an sich so einfach eine schöne Sache ist. Man kann einfach, ja, ich kenne das so noch von Eurotruck, wenn ich privat irgendwie rumgefahren bin. Klar, das sollte man nicht tun am Steuer. Aber ich kann hier halt im Endeffekt mit Tempomat und dann brauche ich nur noch meinen linken Daumen zum Lenken, lege den Controller quasi vor mir auf den Tisch und brauche jetzt wirklich nur rechts, links mit dem Daumen mich bewegen. Kann in aller Ruhe dabei labern. Ich kann auch wirklich bei American Truck wie hier auf so einem Highway-Abschnitt könnte ich jetzt auf dem zweiten Monitor vernünftig irgendwas lesen oder sowas, wenn ich über irgendwo drüber reden möchte. Ich könnte auch, das ist jetzt eher interessant, wenn ich jetzt nicht aufnehme, sondern halt privat spiele, dass man auch mal, was weiß ich, oder aufs Handy guckt, ob irgendjemand was bei WhatsApp geschrieben hat oder so. Deshalb finde ich eigentlich Gamepad ist noch eine sehr, sehr schöne Lösung. Außerdem ist G27 bzw. Lenkrad generell, boah, das wird sicher cool, wenn diese Autobahnkreuze hier closed. Hast du gesehen, das Schild? Später kann man dann, wird man dann hier irgendwann bei diesem Autobahnkreuz abfahren können und in andere Staaten aufbrechen können. Das erinnert mich schon sehr an das Skandinavien-DLC. Also die Autobahnkreuzung hier sieht extrem geil aus, muss man einfach so sagen. Auch immer diese Oldtimer-Autos und die passenden, hier auch die Polizei und so weiter. Das ist alles so. Es gibt wirklich. Ich vergleiche es mal ein bisschen. Also, wobei der Unterschied hier noch krasser ist. Mit dem. Ja, mit dem Osteuropa-DLC vom LS, also mit dem Gold-Add-on. Da ist es ja auch so, dass man im Endeffekt auf der Map kein Gebäude wiedererkennt, was es jetzt so standardmäßig schon wirklich genauso gab.
Und hier ist es genauso. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich werden hier teilweise Brückenelemente oder sowas aus Skandinavien sein, kann ich mir vorstellen. Aber so Gebäude und sowas würde ich jetzt nicht sagen, dass ich irgendwas wiedererkannt hätte. Und das ist halt schon ganz nice. Los Angeles, da wollen wir hin. Da geht's auch hin. Also Gamepad ist eigentlich für mich so die Empfehlung. Gerade so ein Xbox-Controller, wie ich ihn jetzt zum Beispiel habe, wird eigentlich fast von allen möglichen Spielen unterstützt. Also der ist eigentlich echt so eine Allzweckwaffe für alle Spiele. Und kostet, ich weiß nicht, 25, 30 Euro habt da auf jeden Fall, wenn ihr wieso vielleicht Controller-Freunde seid, was Schönes. Und ja, ich glaube, ich habe meinen jetzt 4 Jahre, 5 Jahre. Ich habe mir den extra auch für PC-Spielen geholt und ja, ich brauche es auf gar keinen Fall, weil gerade auch wenn man Rennspiele spielt, auch ein Simulator, also Bausimulator spiele ich nur mit Gamepad. LS habe ich eine Zeit lang auch immer gerne mit Gamepad gespielt. Das macht schon echt Spaß. Also ich bin im Moment doch so ein bisschen sehr im Gamepad-Fieber und das sorgt auch bei mir dafür, dass ich, ja, ich habe noch nicht so richtig diesen Wille da. Also ich werde es auf jeden Fall machen. Mit Lenkrad, aber ich bin jetzt selber noch nicht so ganz so heiß darauf, das Spiel mit Lenkrad zu spielen. Einfach weil Gamepad einfach so komfortabel ist. Also klar, das Feeling, gerade wenn man jetzt, wenn ich jetzt weiß, ich habe heute Abend Zeit, ich kann jetzt 3, 4 Stunden American Truck spielen, dann würde ich sagen, okay, ich gehe aufs Lenkrad. Weil dann kannst du halt schön entspannt dahin cruisen und das passt schon. Das Problem, was ich halt beim Gamepad, also beim Gamepad ist es halt einfach cool, weil ein Gamepad kannst du auf dem Schreibtisch liegen lassen und nimmst das mal eben in die Hand, sagst du auch, ich zocke jetzt mal eine kleine Runde und alles ist perfekt. Und wenn man jetzt aber wiederum das Lenkrad aufgebaut lässt, damit man immer direkt spielen kann, dann das ist einfach im Weg. Ich weiß, da müsste man dann irgendwelche anderen Varianten, sage ich mal, anstreben. Vielleicht so 150 Meilen sollten wir aber noch schaffen. Ohne dass der. Also, ich möchte nicht unbedingt tanken. Ich weiß, das wird, glaube ich, als Spesen eh bezahlt. Aber ja, für mich passt das schon. Ich fahre den ins Leer, bis er ganz trocken ist. Ich meine, ich muss die nächste Fahrt ja nicht machen und eigentlich sollte man im Umkreis von 60 Meilen noch immer eine Tankstelle finden, wenn man jetzt nicht im krassesten Outback unterwegs ist, der ja hier in der Nähe von Los Angeles, wo wir, glaube ich, hinfahren, eh nicht so vorkommen sollte. Ja. Also von mir, von meinem Gefühl her, gerade auf diesen großen Highways, fühlt sich so ein amerikanischer Truck deutlich, deutlich geiler an als diese typischen europäischen. Klar, ich glaube, einparken und sowas ist dann wiederum mit dem europäischen cooler, einfach kompakter, sage ich mal. Aber einfach dieses Dahinrollen ist einfach was, ein ganz anderes Level hier. Und dann passt das schon. Also hier, das ist einfach. Kleine Lenkbewegung muss man nur machen. Man kann ja auch echt zügig und schön mit dem Gamepad lenken. Also es ist echt nicht so, dass man jetzt. Also ich würde echt sagen, wenn ihr. Ich weiß, viele spielen auch mit Tastatur. Ich selber habe das vor einigen Jahren auch noch, vor 4, 5 Jahren. Und kann sagen, ja, es geht. Maussteuerung war nie meins. Ich weiß, einige feiern das sehr. Und andere kriegen da einen Kotzreiz. Das ist ja dann bei mir eher der Fall. Und ja, Lenkrad ist halt immer, das ist halt auch immer so viel Aufwand. Also ich muss sagen, Lenkrad ist wirklich nur was, wenn man auch mal länger am Stück spielt, wenn man nicht so der spontane Spieler ist, sondern wirklich, ach, ich habe jetzt Bock auf American Truck, das spiele ich heute Abend und dann baut man sein Lenkrad auf, kann losfahren und ist glücklich. Und dann ist natürlich Lenkrad, wenn es einmal alles passt, auch irgendwo geiler als Gamepad. Wobei man natürlich auch, es ist einfach diese Kompaktheit, die ich am Gamepad zu schätzen weiß. Boah, das wird schwer hier mit dem großen Vieh. Hallo. Ist das ein UPS-Wagen? Ja, ne? Ja, so ähnlich. Na, mal Polizei und dann kann er eigentlich fahren. Nee, da kommt schon wieder der nächste. Das hat mir auch schon irgendjemand gesagt, dass der Verkehr teilweise wohl extrem blöd sein soll. Jung, zieh durch. Ich fahre jetzt nämlich auch noch hinterher.
Und dann direkt wieder. Also hier merkst du dann halt wieder, dass der Wendekreis einfach zu groß ist. Da muss man auch teilweise einfach mal ein bisschen vom Tempo runter und mehr gucken, dass man wirklich um die Kurven rumzirkelt und nicht so wie das beim Eurotruck teilweise noch war, dass man einfach sich mal reinfallen lassen kann in die Kurve. Macht der dann da? Also irgendwie wartet mir die KI teilweise an Stoppschildern und so extrem lange. Also einfach wenn ich hier anhalte, da ist frei, da ist frei, voll aus Gas und dann bin ich ja auch schon quasi weg. Wobei mein LKW natürlich auch eine Nummer schwerfälliger ist als die PKWs. Also normalerweise würde man ja noch zügiger hier wegkommen. Ich bin mal sehr gespannt, wie die Abladestelle aussieht. Da vorne die Baustelle und so, das sieht schon ganz cool aus. Wir sind ja hier auch in. Ne, wir sind nicht in LA, oder? Carisbad. Karlsbad. Karlsbad. Keine Ahnung. So, manche Orte kennt man dann doch nicht. Ich sag mal Los Angeles, San Francisco und so weiter sind dann natürlich doch schon Begriffe. Aber ich sag mal, jede Ecke kennt man halt einfach nicht. So, nö, in Eile bin ich nicht. Auf Nummer sicher gehen ist eine Option. Oder, warte mal. Nö, also ich mach die Speere. Wie seht ihr das eigentlich? Soll ich, also ich glaube, ich ganz überspringen, das wird jetzt nicht so das sein, was ich jetzt gerne dauernd machen würde. Das ist mir dann doch ein bisschen zu schnell. Manchmal hat man vielleicht, ich sag mal, wenn es mit dem Part noch so hinhaut, dass man dann vielleicht irgendwas noch schön machen kann und da die paar Minuten, ja, sage ich mal, rausschlägt, dann ist das noch vielleicht eine sinnvolle Sache. Ansonsten finde ich aber einfach, dass man halt auch mal die Zeit nehmen kann, zumindest um das einfache Einparken zu machen, weil das ist ja im Endeffekt echt easy. Also da habe ich eigentlich noch keine wirkliche Herausforderung gesehen. Klar, das hier ist manchmal wahrscheinlich auch je nachdem, wie man so als Fahrer Erfahrung mit dem Spiel hat und so weiter, ein bisschen schwieriger. So, ich habe jetzt hier stehe ich eigentlich extrem scheiße, aber ich darf trotzdem abladen. 410 Meilen. So, Ergebnisse. Fortfahren und ich werde nochmal auf Fernfahrten gehen. Dann werde ich das aber hier Info bei 3, 4 Punkte dann erstmal auch nicht weiter ausbilden. Dann reicht mir das im Endeffekt erstmal. So, 14.100 Dollar haben wir. Ich werde noch kein LKW kaufen. Ich weiß, ich kann Kredit aufnehmen, aber die LKWs sind mir einfach zu mickrig. Klar, ich verdiene dann auch mehr, weil ich halt höher beanteiligt werde an den Fahrten. Aber ja, das stört mich im Endeffekt nicht so. Es ist einfach nicht so optimal, finde ich. Wenn ich dann so einen Truck habe, den ich eigentlich gar nicht haben möchte und nur gekauft habe, weil der günstig war. So, 5.322 ist schon mal nicht schlecht. Der hat's hier auch noch gar nicht mal so eine schlechte Sache. Was haben wir denn hier unten? Ach, da waren wir gerade. Nö, da will ich nicht schon wieder hin. Aber eins machen wir noch. Wir gucken noch mal hier beim LKW-Händler. Online kaufen geht ja nicht. Ist ja wie bei Eurotruck. Und dann sieht man schon, okay, wir können jetzt das Ding kaufen. Das hier ab Level 8. Und wir sind, glaube ich, Level 3 oder Level 4. Können natürlich jetzt auch die Ausführung ändern. Da werden wir aber schnell feststellen, da geht nicht viel. Gut, 310 PS, 370 PS finde ich jetzt für so ein Ding auch echt leider sehr, sehr bescheiden. Also an sich, ja, kann man machen, aber irgendwie halt auch nee, weil. Oh, ist das Navi jetzt einzeln auswählbar? Nö. Anderen Tacho? Nee. Jo, gut. Ja, das ist halt so eine Sache bei den LKWs. Ich möchte halt zumindest so ein bisschen einen, der mir gefällt. Und das hier sind so für mich in meinen Augen so die richtig billigen, sage ich mal, halt das Einfachste vom Einfachsten. Und da ich doch schon, ich sag mal, 400 PS plus sollte der auf jeden Fall haben und eine halbwegs vernünftige Kabine. Also nur diese ganz kleinen, die man vielleicht so kennt, um Baustellen zu beliefern und so weiter. Das ist eigentlich nicht das, was ich haben möchte. Wobei man natürlich auch sagen muss, aktuell ist die Map noch klein. Das heißt, dass hier so ein riesiger, ich nenne es mal Langstrecken-LKW, halt so einer mit Sleeper oder sowas, ja eigentlich eh ein bisschen übertrieben wäre.
Also, vielleicht solltet ihr das einfach mal in die Kommentare schreiben. Soll ich vielleicht mich einstellen lassen von irgendeiner Agentur hier? Das gibt es ja auch, dass man einen Vertrag annimmt als LKW-Fahrer. Soll ich weiterhin die schnellen Aufträge machen, bis ich genug Geld für einen ordentlichen Truck habe und dann zuschlagen? Oder soll ich mir jetzt einen günstigen Truck mit Kredit finanzieren und dadurch dann erstmal bei den Aufträgen deutlich mehr verdienen? Aber im Endeffekt hätte ich dann halt nicht den LKW, den ich haben will. Oh, 8% Schaden, das ist nicht so optimal. Aber zum Glück nichts am Trailer, das heißt, wir kriegen ja immer noch recht gut Geld. Ja, also ich finde, das rollt hier einfach schön, das macht Spaß. So, links abbiegen. Nee, also insgesamt ist man muss ja auch fairerweise sagen, wäre der American Truck jetzt so richtig miserabel, wäre das einfach nur traurig nach, ja, ziemlich genau 3 Jahren nach der ersten Ankündigung ist er erschienen und wurde ja auch nochmal mehrmals vom offiziellen Datum her verschoben. Also mehr ging da eigentlich, also mehr warten wäre eigentlich nicht mehr drin gewesen. Könnte man fast sagen. Und deshalb, was ist mir denn da reingefahren, weil hier war doch nichts. Auf jeden Fall glaube ich auch, dass es das für heute für uns war. Ich denke auf jeden Fall, dass der American Truck für alle Truck-Fans doch schon eine recht gute Wahl ist. Aber im Endeffekt muss es halt auch immer jeder für sich entscheiden, was er haben möchte. Wer dieses amerikanische Setting mag und die neuen Möglichkeiten, die man so ein bisschen hat, der wird hier auf jeden Fall glücklich. Alle anderen, ja, müssen sich vielleicht was anderes suchen oder vielleicht noch ein paar Videos mehr schauen und gucken, ob das nicht doch in Frage kommt. Ja, tschüss.